If you say so. Batmobil! Nicht verfahren lassen! Das war jetzt eindeutig in mir drin. Und tschüss, Leute. Ja. Du kümmerst dich mal darum. Fahndungsliste. Ja, haben wir doch schon vorher. Dings. Jemand hat an der Merchant Bridge eine verstümmelte Leiche zur Schau gestellt. Wenn ich ihn aufhalten will, muss ich den Tatort nach Hinweisen absuchen. Ich glaube, ich habe da gerade jemanden gerammt. Aber hey, weil hier sind sowieso nur Verbrecher unterwegs und Polizisten. Ihren Autos. Und natürlich ich. Aber ich kann mich ja auch nicht wirklich selbst rammen. Das wäre merkwürdig. Oh ne, jetzt sind die ganzen Alarmanlagen angegangen. Geht aus! Ist das überhaupt die Alarmanlage von dem Auto? Ah, ist das Ruhe. Na gut, nicht ganz Ruhe, weil da Opernmusik läuft, aber... Ich habe gerade noch eine Alarmanlage gehört. Aus, Leute, aus. Alfred, ich habe die verstümmelte Leiche gefunden, die Cash erwähnt hat. Ich werde versuchen, die Todesursache zu ermitteln. Ja, dann viel Glück dabei. Verstümmelte Leiche untersuchen. Ein Bluttest ergab als Todesursache Herzstillstand durch eine Überdosis Schmerzmittel. Außerdem wurden die Fingerabdrücke mit Säure weggeätzt. Ein eher unschönes Ableben. Das ist nicht alles. Sieht aus, als wäre die DNS des Opfers irgendwie beschädigt worden. Es gibt nicht genügend Informationen, um sie mit der Datenbank abzugleichen. Mit dem Gewebescanner kann ich die Leiche auf besondere Merkmale untersuchen und die Identität des Opfers ermitteln. Sehr wohl, Sir. Ja, dann machst du das mal. Dann machst du das mal. Gewebescanner. Dann scann du mal. Ein Ohr? Deformierung am linken Ohr. Sieht nach einer leichten Agenesie aus. Ein Geburtsfehler. Ohrverformung. Wie einfach mit 2000 Leute vermisst sind. Krass. Da sind wahrscheinlich noch mehr, aber das ist jetzt halt, die eine Ohrverformung aufweisen. Kreis der Verdächtigen einschließen. Im Darm befindet sich ein Ehering. Die Inschrift lautet Ophelia. Wieso ist im Darm ein Ehering? Hat er ihn sich hinten reingeschoben oder verschluckt? Ich will die Antwort darauf nicht wissen. Nee, nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Nö, nö, muss nicht sein. Das Opfer hatte eine künstliche Hüfte. Das Gewebe war noch nicht ganz verheilt. Das hier muss also neu sein. Alfred, der Name des Opfers lautet Anthony Lund. Laut der Patientendaten des Krankenhauses war er alkoholkrank. Wahrscheinlich ging das mit dem Scheitern seiner Ehe einher. Der Name auf dem Ring, Ophelia, ist der seiner Ex-Frau. Er wurde zuletzt in Albuquerque in New Mexico gesehen. Seltsam. Diese Personen sind nicht in Gotham verschwunden. Sie wurden hierher gebracht und getötet. Aber warum? Wir müssen den Täter aufspüren. Dürfte ich vorschlagen, auf diese grausige Opernmusik zu achten? Sie scheint seine Signatur zu sein. Ja, das können wir gerne tun. Und als wir auch vorhin im Chinatown waren, haben wir auch schon Dingsmusik gehört. Opermusik. Also auf zu Chinatown! So, Chicken, du hast jetzt eine eigene Challenge. Finde es, ohne auf die Karte zu gucken. Vorsicht, Leute. Ich glaube, ich habe gerade Leute überfahren. Einfach mal voll einen Umweg nehmen.
Schön, dass ich mich hier so auskenne. Nicht. Ich fahre einfach hier durch. Gehört das auch noch zur Straße? Nein. Weiß ich nicht. Ich sollte lieber über die Dächer fliegen. Jetzt sind wir aufgetaucht. Ich verschwinde hier, solange das Auto noch ganz ist. Hätte der Kopf mich fast überfahren? Als ich ausgestiegen bin. Los, los! Es ist die scheiß Fledermaus! Geh an mein Auto ran. Geht weg! Mein Auto! Schätze, er hat doch ein bisschen Humor. Scarecrow und Humor, ja, nee, ist klar. Mal gucken, ob ich es finde, um auf die Karte zu gucken. Beziehungsweise die Koordinaten. Ja, auf der Karte sieht man ja rechts unten so Koordinaten. Natürlich habe ich mir ein paar Koordinaten aufgeschrieben. Aber vielleicht finde ich es ja so. Ich weiß ja ungefähr wo, falls ich Dings wieder finde. Ich muss mich gerade selbst orientieren, wo das nochmal stand. Zur Not kann man ja auch einfach aufs Dings, auf die Opernmusik achten. Ich hab nicht vergessen, was die Fledermaus ihm im Gerichtsgebäude angetan hat. Er will Rache und ich will das sehen. Was ich ihm angetan habe? Er hat mein Kätzchen kopfüber überm Säuretank hängen lassen. Mein Kätzchen. Sieht das da vorne eigentlich immer noch zu Chinatown? Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Ja, tut es, Chicken. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Ja, mach du das. Und draußen fährt erstmal, keine Ahnung, Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei. Ich höre gerade nur Sirene. Aber ich habe Rollo halb unten, weil die Sonne mich sonst wieder piesacken würde. Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. Aber wenn es nur 6 Stück sind, wieso gibt es dann da eine Übereinstimmung von 1659 Leuten? Das ist gerade ein wenig unlogisch, Mr. Weltbester-Detektiv. An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Ja, vielleicht. Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. Ich verstehe nur bla bla bla. Ich habe das Opfer als Franklin Accardo identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund einer Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuche eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Jetzt habe ich überhaupt gar nicht drauf geachtet, was bei dem anderen Typen stand. Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet. Ach, das holen wir gerade mal nach. Das holen wir gerade mal nach. Wir sind ja dann schnell wieder unterwegs. Was? Durch Powerrutschen mit dem Batmobil? Was?
Das ist schnell weg! Irgendwas mit Powerrutschen. Was ist Powerrutschen? Ich glaube, ich habe noch nie davon gehört. Powerrutschen, hält sich Nachbarn schneller auf? Was ist Powerrutschen? Was steht da? Flawed. Ja. Schön. Jetzt machen die Autos wieder Alarmanlage. Schnauze! Klappe! Ich höre immer noch Alarmanlage. Leute, wenn ihr euer Auto behalten wollt, lasst eure Alarmanlagen aus. Oder sind das die Busse? Haben Busse Alarmanlagen? Ich weiß es nicht. Oder sind das die Polizeiautos? Kann ich Polizeiautos in die Luft sprengen? La 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 la! Hoppla! Was ist Powerrutschen oder muss ich hier so? Aber das ist doch eher. Ne, sliden. Dings. Nee, driften, nicht sliden. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Was weiß ich. Gehen wir kurz ins GCPD rein, um zu speichern. Und dann melden wir die Aufnahme-Session. Was? Da draußen ist noch Eddie? Hm. Ich hab nichts gesehen. Nein, nein. Ich sehe keinen Eddie. Eddie existiert nicht für mich. Kümmern wir uns dann einfach in der nächsten Aufnahmesession. Auf Eddie habe ich gerade überhaupt gar keine Lust. Eddie ist ein Arsch. Ja, immer auf dem Suche nach Namen zum Beschmieren. Zwei? Dann habe ich den gerade noch eingewürfelt. Ja, eingewürfelt. Wahrscheinlich einer. Hey, Batman! Schätze Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Ach du. Pläne für dich, Batman. Dich und all deine Freunde. Angreifer der Feuerwehrleute. Die Fledermaus endlich. Verfluchte Fledermaus. Ich hatte gerade eine Menge Spaß dabei, diesem Penner die Birne einzuschlagen. Und dann kommst du! Wie wär's, wenn ich dir die Kokosnuss eintrete? Du hast nicht die geringste Chance, die anderen zu finden. Ihr Tod geht auf deine Kappe. Ach wirklich? Zufällig habe ich hier eine Liste mit allen Standorten von allen Feuerwehrmännern der 17. Einheit. Verfluchte Fledermaus. Ich hatte gerade eine Menge. Sind die eigentlich schon da? Die Birne einzuschlagen und dann kommst du. Ja, und dann komm ich. Und alles änderte sich. Stehen doch eigentlich hier, oder? Stehen die. Ach, da sind sie ja. Den Ausdruck in ihren Gesichtern werde ich nie vergessen. Die waren nicht mehr so knallhart, als sie es mit dir zu tun bekamen. Oh ja. Danke für alles, was du da draußen geleistet hast, Batman. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Den Ausdruck in ihren Gesichtern werde ich nie vergessen. Die waren nicht mehr so knallhart, als sie es mit dir zu tun bekamen. Sie haben uns angegriffen und den Truck überrannt. Wir konnten nichts tun. Das ist alles, an das ich mich erinnere. Die anderen sind noch da draußen. Du musst sie finden. Das werde ich. Irgendwann. Sie haben uns angegriffen und den Truck überrannt. Wir konnten nichts. Aber nicht mehr diese Session, denn wie gesagt, wir werden sie jetzt beenden, meine kleine Vollnacht. Und dann werden wir beim nächsten Mal. Eddie. Ja. Batman. Er ist schon so. Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Er hat. Ich würde gerne zuschlagen, aber. Wenigstens ist er verschreckt nach hinten und kauert jetzt wie so ein kleines Baby in der Ecke. Ich würde gerne nochmal seine Stirn nehmen und gegen die Stange klatschen. Danach wollte Oracle ihn zum Uhrenturm sehen. Ja. Ja. Stylisch jetzt eiskalt hier oben beenden. Und dann beim nächsten Mal einfach direkt ins Auto reinspringen. Das wird
Wehe, du vermasselst diesen Stunt. Naja, wahrscheinlich werde ich, wenn ich das Spiel beim nächsten Mal starte, sowieso da vorne spawnen an der Tür und vergessen, dass ich hier oben beendet habe. Naja, was soll's. Also bis dann, ciao.